Johannes, freut mich erstmal, dass du da bist. Du wirst über das Thema sokratische Gespräche sprechen. Und also ich fand das halt spannend, aber das ist irgendwie etwas, was, ja, wie soll ich sagen, überraschend ist. Und auf den ersten Blick nicht so nach einem typischen IT-Thema aussieht. Warum ausgerechnet sokratische Gespräche? Warum sollte ich mich dafür interessieren? Habe ja einen Hintergrund als studierter Philosoph und Informatiker. Ich habe beides studiert. Und in der Philosophie ist diese sokratische Gesprächsführung eigentlich eine sehr weit verbreitete Lehrtechnik, also wie Leute Philosophie ihren Studenten und Schülern und Schülerinnen beibringen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dort Techniken klaue, wenn ich dort diese Gesprächsführung zum Beispiel in Schulungen einsetze, dann kann es gerade halt auch in dieser Remote-Welt, in der wir gerade leben, sehr dazu führen, dass diese Trainings sehr viel interaktiver, sehr viel angenehmer werden, nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch für mich als Trainer. Genau, jetzt hast du zum einen noch nicht gesagt, was das eigentlich ist. Also, was sind denn sokratische Gespräche überhaupt? Also im Prinzip geht es darum, dass man den Le Lernenden im Prinzip hilft, Dinge selbst zu verstehen, dass man als Trainer sich nicht hinstellt und sagt, ich sage euch jetzt mal, was die einzig wirkliche Wahrheit ist und bete euch die Fakten runter, sondern Sokrates hat das als die Hebammenkunst bezeichnet oder auf Griechisch Mäeutik, dass er sagt, er hilft den Lernenden diese abstrakten Konzepte selbst quasi in ihren Köpfen nachzuvollziehen und selbst auf den richtigen Schluss zu kommen, indem er einfach Fragen stellt und sich dumm stellt, so als wüsste er die Antwort selbst nicht. Kannst du da ein Beispiel geben oder das halt noch verdeutlichen, wie man das denn nun konkret macht? Also Beispiele sind auch ein sehr wichtiges Element davon, dass man halt zum Beispiel hergeht und sagt, wenn wir ein abstraktes Konzept betrachten, wie zum Beispiel Information Hiding, könnte die erste Frage sein, was ist das denn? Und dann kommt vielleicht irgendeine krude Definition, ja, man möchte irgendwie interne Variablen verstecken. Und dann wäre die nächste Frage, warum möchte ich die denn verstecken? Damit ich das ändern kann, wie ich es halt dort intern darstelle und dadurch mehr Freiheiten habe, eben Sachen zu ändern und stärkere Kopplung bekomme. Also geht es eigentlich gar nicht so sehr um die internen Variablen, oder? Nee, und wenn man sich halt die Originalpaper ansieht, dann ist es tatsächlich so, dass über Dokumentation gesprochen wird. Also Ja. die genau. Genau. Also so in diese Richtung geht es, dass ich im Prinzip nicht sage, so und so ist es und darum geht es, sondern es geht darum, durch diese Fragen die Erkenntnis in den Leuten selbst quasi hervorzurufen. Und dass man quasi anhand von konkreten Beispielen oder dem Erfinden von Gegenbeispielen dann letzten Endes darauf kommt, was ist die Natur der Dinge. Also gerade in der Philosophie gibt es ja die Metaphysik, die sich damit beschäftigt, die Natur der Dinge, wie erlangt man Wissen etc. und solche Themen zu definieren und zu erforschen. Und in der Informatik haben wir ein ähnliches Problem. Wir haben sehr abstrakte Konzepte, wie zum Beispiel Information Hiding, lose Kopplung, starke Kopplung, die sehr schwer zu greifen sind, die wir aber alltäglich quasi in unserer Arbeit erfahren. Und wenn wir von dem konkreten Beispiel hergehen und sagen, wir betrachten das jetzt kritisch, dieses konkrete Beispiel, und stellen uns dazu Fragen, dann kommen wir sehr viel einfacher dazu, dieses abstrakte Ding, was wir täglich erfahren, besser zu verstehen. Okay. Aber ist das jetzt irgendwie etwas, wo du sagen würdest, dass man das nur bei Trainings benutzt? Also, dass man jetzt irgendwie sagt, also
das setzt ja eine gewisse, setzt das ein Informationsungleichgewicht hervor, voraus, dass ich also jetzt weiß, was Information Hiding ist und das der anderen Person eigentlich nur beibringen, nur in Anführungsstrichen beibringen möchte, aber das, nicht, dass wir jetzt irgendwie gemeinsam in der bestimmten versuchen herauszufinden, was denn da nun eigentlich Phase ist. Ist das die Idee oder ist das eben etwas, was man dann auch nutzen kann, um gemeinsam zu irgendwelchen Ergebnissen zu kommen? Also es gibt verschiedene Formen dieser sokratischen Gesprächsführung, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist die sogenannte explikative Gesprächsführung, wo man halt fragt, was ist das? Was ist die Essenz davon? Es gibt auch noch die normative sokratische Gesprächsführung. Da geht es darum, dass man sich bei gewissen Dingen fragt, ist das gut? Ist es gut so? Ist es gerecht so? Ist es moralisch so, wie es ist? Und das hat sich halt in der Moralphilosophie herausgebildet. Viele Philosophen haben sich ja auch gefragt, was ist das moralische Ding zu tun? Und ich habe für mich entdeckt, dass diese Art und Weise, diese Herangehensweise auch sehr gut dafür da ist, dass man im Team einen Konsens finden kann über Architekturentscheidungen. Also, dass man hergeht und sagt, wir sagen nicht, wir setzen jetzt Framework X ein oder wir sagen nicht, wir möchten das jetzt so und so lösen, sondern wir betrachten erstmal, was sind die für- und widersprechenden Prinzipien, was sind die für- und widersprechenden Argumente für dieses Framework und dann begründen wir damit unseren Beschluss, dass dieses Framework jetzt die gute Lösung in dem Kontext ist. Okay. Was eben ein wichtiger Punkt ist bei einer Architekturentscheidung, die hat irgendwie zu begründen, das finde ich ja. Halt eigentlich auch sozusagen die wichtigste Sache. DirectSpeed fragt bei Twitch oder merkt an, ein bewertendes Fragen also. Ich weiß nicht, ob es bewertend ist, das ist auf jeden Fall lenkend. Also man versucht immer so ein bisschen die Lernenden so ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen oder zumindest das, was man als die richtige Richtung für die richtige Richtung hält. Es kann natürlich genauso gut sein, dass man selbst als Lehrender in so einem Gespräch noch Dinge dazulernt. Dann schubst man sie vielleicht in eine interessante Richtung, aber man geht immer so ein bisschen davon aus, dass es in so einem Gespräch irgendwann einen Konsens geben wird, der so ziemlich der Wahrheit entspricht. Was ja irgendwie auch bedeutet, dass man irgendwie seine eigenen Meinungen dann vielleicht sozusagen nochmal, also ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, so Sanity Check, nicht? Also dass man halt im Prinzip sagt, das ist halt das, was ich glaube, was halt richtig ist. Das sind die Fragen, die halt irgendwie dazu führen. Und wenn dann halt irgendjemand sagt, irgendjemand auf diese Fragen, die man dann stellt, andere Antworten gibt, dann kommt man irgendwie bei einem anderen Ergebnis raus und vielleicht ist das dann irgendwie am Ende auch das bessere Ergebnis an der Stelle. Ja. Genau, jetzt noch die Anmerkung, ich implementiere es einfach in 2 bis 3 Versionen, benchmarke die und dann wissen wir, was das Richtige ist. Passt das irgendwie zu dem Thema? Also das klingt so ein bisschen nach dem Thema, es gibt ja auch diesen Ansatz des Set-Based Designs. Das ist häufig halt einfach eine sehr teure Art und Weise, die richtige Lösung zu finden. Manchmal ist es die einzige Art und Weise, die richtige Lösung zu finden. Aber ich denke, bei sehr vielen Fragen, die wir uns alltäglich in der Softwarearchitekturarbeit stellen, gibt es schon ziemlich gute Lösungen, die ich finden kann, ohne dass ich dafür mehr als einen Prototypen oder mehr als irgendwie ein paar kleine Codebeispiele ausprogrammieren muss. Also wo ich auf dem Whiteboard auch schon sehr viele Probleme lösen kann und ein Modell bilden kann, um die Probleme überhaupt erstmal zu verstehen, die auftreten. Also Aufteilung des Systems in irgendwelche Komponenten oder Einsatz einer bestimmten Technologie, da kann man ja dann eben tatsächlich versuchen, die Fragen zu stellen, ob das eben mit dem zusammenhängt oder wie auch immer. Du hast gesagt, das ist, also die eine Sache, die mir bei deinem Eingangsstatement sozusagen aufgefallen war oder am Anfang aufgefallen war, war eben der Hinweis darauf, dass es etwas für Trainings ist. Aber da haben wir ja jetzt diskutiert, dass es auch für Consultings denkbar ist. Das andere, was du gesagt hast, ist, dass es insbesondere für Remote-Situationen sinnvoll ist. Warum?
Also wenn ich ein Remote-Training halte, habe ich häufig die Situation, dass ich da als Einziger nicht stumm geschaltet bin und dass alle anderen stumm geschaltet sind, vielleicht auch noch das Video aushaben und ich zeige eine Folie nach der anderen in so einem klassischen Frontalvortrag, der unterbrochen wird durch Gruppenübungen. Und was mir da immer so ein bisschen fehlt, ist, wenn ich Trainings vor Ort halte, dann kann ich anhand der Mimik, kann ich anhand der Körpersprache der Leute einschätzen, folgen sie mir noch oder schlafen sie? Oder stocken sie an irgendwas, haben sie irgendwas nicht verstanden? Und ich habe das Gefühl, in der Remote-Situation ist da die Hemmschwelle, gerade bei abstrakten Themen zuzugeben, dass man da nicht mitgekommen ist, Dinge nicht richtig verstanden hat, sehr hoch. Und wenn ich die andersrum quasi mit den Lernenden zusammen entwickle diese Ideen, dann habe ich für mich sofort das Feedback, hat es bei denen geklickt? Also haben sie es verstanden? Sind sie noch dabei? Stellen sie aktiv Fragen? Sind sie vielleicht sogar kritisch und sagen, ja, aber was ist mit dem und dem Sonderfall? Wie verhält es sich damit? Und das gibt mir als Lehrende einfach dieses wichtige Feedback, da kommt was an. Okay, und aber was ja auch bedeutet, dass die Personen sich dann irgendwie nicht stumm schalten dürfen, beziehungsweise dass man dann die Hürde zumindest irgendwie nehmen muss an der Stelle. Ja, also wenn wir in so einen Diskurs gehen, versuche ich auch Leute aktiv zu aktivieren oder einfach mal ein paar Minuten zu schweigen, was schon dazu führt, dass es irgendwie ein bisschen unangenehm wird, wenn niemand was sagt. Und häufig tauen dann Leute auch erstmalig wirklich auf und kommen halt in eine Diskussion, die meiner Meinung nach in einem Online-Training sehr gut entstehen kann, wenn man einfach den Raum lässt. Genau, Direktspeed merkt noch an, man sagt ja auch, Lehren heißt nicht Wissen zu übermitteln, sondern das Interesse für das Thema zu wecken. Passt das dazu? Ja, im Prinzip beides sollte natürlich irgendwie bei einer guten Lehre gegeben sein. Also ich denke, wenn man kein Wissen vermitteln kann, sondern nur sagt, das sind ja interessante Fragen, ich habe nur keine Antworten, das klingt zwar schon ein bisschen nach Philosophie, aber wir versuchen schon irgendwie auch quasi den Weg ein bisschen vorzuzeigen, wohin, in welche Richtung eine Lösung gehen könnte. Und da, genau, und dadurch bekommt man das sozusagen hin. Ich find das halt spannend, weil ich habe ja persönlich eigentlich auch die Erfahrung, oder ich versuche das eigentlich auch bei Consultings zu machen, um auch eigentlich ein bisschen auch für mich selbst, um irgendwie zu schauen, ob das, was ich halt also ob das, was ich als Lösung, nicht, wir packen das irgendwie dahin, ob das halt irgendwie wirklich sinnvoll ist, weil ich muss ja irgendwie Gründe dafür haben, nicht? Also wenn. Haben wir nicht folgende Voraussetzungen? Müssen wir nicht eigentlich diese Sachen häufig miteinander ändern? Also, so und dann, wenn da die Antwort ja ist, dann packe ich das vielleicht irgendwie eher zusammen. Also ist das irgendwie eine Geschichte, die dann meine Meinung sozusagen unterstützt und das hilft mir dann irgendwie auch nochmal, das sozusagen zu überprüfen, ob meine Ideen halt richtig sind und halt weitere Fakten zu sammeln. Was ja auch wiederum bedeutet, dass man eigentlich dann als Softwarearchitekt ein bisschen davon runterkommt, diese ganze Entscheidung selber zu treffen und halt selber dafür zu sorgen, dass man da halt diese Entscheidung trifft. Würdest du sagen, dass das ist, was man tun sollte? Also am Ende hat man ja als Softwarearchitekt auch eine Verantwortung dafür, dass das System am Ende funktioniert. Und wenn man das jetzt irgendwie stärker sozusagen im Dialog macht, gibt man dann die Verantwortung ab. Also ist das sinnvoll an der Stelle? Ich würde nicht nur sagen, dass ich das für sinnvoll halte. Ich habe darüber auch einen Artikel im Objektspektrum geschrieben, den wir gerne noch in den Shownotes verlinken können, wie ich Erfahrung gesammelt habe, auf diese Art und Weise Architekturentscheidungen zu treffen. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger, ja, wie soll ich sagen, ein ganz wichtiger Mindshift, wenn man von so einer klassischen Vorgehensweise zu einer eher agilen Vorgehensweise wechseln möchte, dass man nicht sagt, es gibt einen Kopf, der ist verantwortlich für die Architekturgüte oder Architekturqualität, sondern eigentlich sollte das idealerweise in der Verantwortung von allen liegen,
Denn häufig ist es ja auch so, dass die Leute, die tatsächlich Architektur umsetzen, die Architektur im Code herausbilden, nicht diejenigen sind, die dann letzten Endes ja vielleicht als Solution-Architekt oder als irgendwie nicht wirklich codender Architekt die Entscheidung getroffen haben und dann entweder nicht das Richtige umsetzen oder es falsch verstanden haben, falsch umsetzen oder so. Meiner Erfahrung nach hilft es sehr, wenn man im Konsens im Team vorgeht, dass man im Prinzip diese Entscheidungen auch mitträgt, dass man sie akzeptiert, dass man sie versteht, dass man sie auch richtig umsetzt. Und letzten Endes ist die Frage, wen kann ich quasi den schwarzen Peter zustecken, wenn etwas nicht so funktioniert wie gedacht, ist eigentlich relativ uninteressant geworden, wenn wir eine Firmenkultur haben möchten, in der gute Produkte entstehen und in dem nicht der schwarze Peter von einer Person zur anderen gereicht wird. Also, Deswegen, bitte. was eben wie am Ende dazu führt, dass man eigentlich dann stärker als Architekt auch eine moderierende Rolle hat, nicht? Also vielleicht Genau. auch eine scheinbar moderierende Rolle, weil man ja bestimmte Meinungen hat, aber die eben dann verifiziert und die ist aber dann tatsächlich moderierend, weil man eben eigentlich eher die Gesprächsführung macht an der Stelle. Was du jetzt sagst, ist, dass, also ist das eine Vorbedingung, dass man jetzt, also es ist auch gerade eine Diskussion, oder Direct Speed hat halt den Begriff No Blaming Culture eingeworfen. Also ist das eine Vorbedingung dafür, dass ich so Architekturentscheidungen treffe? Soweit würde ich nicht gehen, dass es eine Vorbedingung ist, aber ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit, wie man so etwas zumindest in einer Zelle, in einem Scrum-Team, in einem kleinen lokalen Team erreichen kann. Also ich versuche da einen Safe Space zu geben, wo man halt auch mal andere Meinungen reingeben kann, wo man sagen kann, ich war schon von Anfang an dagegen, dass wir diese Programmiersprache, dieses Framework benutzen und jetzt seht ihr vielleicht auch meine Argumente. Das kann ich damit natürlich steuern. Ob ich eine ganze Firmenkultur und gerade in einem großen Konzern Entscheidungshierarchien und was es da sonst noch alles gibt, damit beeinflussen kann, wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest lokal in meiner kleinen Bubble kann ich dafür natürlich einen Raum schaffen, wo so etwas entstehen kann. Okay. Genau, jetzt muss ich kurz nachdenken. Also, das bedeutet, genau, das heißt also, du hast dort diese stärker moderierende Rolle. Ach so, genau, das ist der andere Punkt. Und das war auch noch ein wichtiger Hinweis, den ich nochmal unterstreichen wollte. Wenn man halt so etwas macht, wenn man also in dieser Art und Weise Entscheidungen trifft, bedeutet das eben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie von allen getragen und umgesetzt werden, auch schlicht höher ist, nicht? Weil dort eine Beteiligung aller Teilnehmer sozusagen ist und dadurch eben das sozusagen an der Stelle besser funktioniert. Genau, hervorragend. Also das war ja eine von den Fragen, oder ich glaube, das ist etwas, was du in dem Vortrag halt diskutierst. Da diskutierst du es, glaube ich, an so fundamentalen Geschichten, sowas wie eben Information Hiding oder so. Warum ausgerechnet solche Sachen, also warum diese Fundamentals, warum nicht, weiß ich nicht, Domain-Driven Design oder ein Microservices oder sowas, eins von den sozusagen hippen Themen. Ja, meiner Erfahrung nach sind das gerade diese Fundamentals Dinge, die wir zwar an Universitäten oder in unserer Ausbildung mitbekommen, aber dort quasi nur als abstrakte Konzepte einmal gehört haben und dann nicht so richtig in der Praxis anzuwenden oder in der Praxis zu übertragen wissen. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich bei vielen Teams reinkomme und sage, wenn ich frage, was ist lose Kopplung, dann kommen Antworten. Dann wissen die Leute etwas mit dem Begriff anzufangen, aber sie können es nicht auf ihren Arbeitsalltag übertragen. Und wenn wir uns Dinge angucken wie Domain-Driven Design oder wie Microservices, dann nutzen die ja alle diese Erkenntnisse im Prinzip aus, um einen gewissen Effekt zu erzeugen. Also beim Domain-Driven Design nutzen wir aus, dass Fachsprache und fachliche Logik und Fachexperten
als Kohäsionskriterium zu einem guten Modulschnitt, zu einem guten ja, Systemaufbau führen kann, wo halt Anforderungen von Leuten häufig in nur einem System umgesetzt werden können. Also das ist im Prinzip das unterliegende, ja, die unterliegende Secret Sauce unter all diesen Microservices, DDD etc. Trendthemen. Und deswegen denke ich, lohnt es sich, mit den Fundamentals zu beschäftigen und zu gucken, haben wir die verstanden und berücksichtigen wir das auch? Und wie ist denn das Feedback? Also ich meine, da kann ja jetzt einem auch sehr leicht sowas entgegenkommen mit, ja, also nett, aber das ist mir zu einfach. Und das ist ja auch nichts, was ich jetzt irgendwie jeden Tag auf einer Konferenz sehe. Also warum erzählst du mir das? Ist das die Reaktion? Hatte ich tatsächlich noch nie, aber kann ich mir natürlich vorstellen, dass sowas kommen würde. Ich denke, es gibt eigentlich zwei Lager, die so ein bisschen von der Philosophie her Architekturtrends prägen. Die einen sind die, die sagen, ich habe die Wahrheit gefunden und die einzig wahre Architektur ist X. Und es gibt so das andere Lager, das sagt, es gibt keine Wahrheit, sondern es gibt nur im Kontext gute oder schlechte Lösungen. Und wir müssen eigentlich immer den Kontext betrachten, damit wir aus den vielen X-Lösungsvarianten die richtige Lösung auswählen. Und ich versuche immer, Leute aus dem einen Lager in mein Lager zu bekommen. Und mein Lager ist das kontextsensitive Lager, wo wir sagen, sowas können wir nicht allgemeingültig entscheiden, sondern wir müssen uns wirklich angucken, wie ist unsere Situation, wie sind die Rahmenbedingungen, wie sind die Anforderungen. Und dann kommen wir zu einer guten Entscheidung. Aber diese Basics, über die wir reden, welchen Zusammenhang haben die denn mit dieser Art von Herangehensweise? Also konkret könnte man das ja jetzt zum Beispiel auch beziehen auf Technologien und könnte halt sagen, es gibt nicht die eine Technologieentscheidung, die halt immer passt und deswegen treffe ich halt unterschiedliche Technologieentscheidungen je nachdem. Das wäre ja jetzt etwas, was zum Beispiel ohne solche Themen wie lose Kopplung und so weiter auskommt. Ja. Es hilft mir halt dabei, wenn ich mir meinen Kontext angucke, dass ich gucke, durch lose Kopplung erreiche ich ja etwas, nämlich zum Beispiel, dass ich Kommunikationsaufwände zwischen Team A und Team B reduzieren kann, dass die sich nicht so häufig zusammensetzen müssen, dass die nicht zusammen planen und releasen müssen. Und wenn das mein Ziel ist, wenn ich das erreichen möchte, sollte ich natürlich auch darauf achten, dass ich die Voraussetzungen dafür schaffe. Und dafür muss ich die Grundlagen verstanden haben, dafür muss ich verstanden haben, warum mache ich das, was ich da mache. Und natürlich auch helfen mir diese Prinzipien dabei, wenn es keine Musterlösung gibt, selbst eine Lösung für meinen Kontext zu entwickeln, indem ich einfach sage, das sind die drei Alternativen, die wir haben. Bei der Alternative haben wir die lose Kopplung, so lose wie es geht. Bei der haben wir sie mittelmäßig und bei der haben wir sie gar nicht. Also nehmen wir vielleicht die hier, wenn uns das wichtig ist. Und dann wäre dort vielleicht auch die Stelle, also, oder das wäre eigentlich die Frage, ist das dann die Stelle, wo du dann irgendwie sagst, okay, wir sollten vielleicht nochmal über lose Kopplung reden? Oder, und dann flechtest du es da sozusagen in die Diskussion mit ein, als Basis. Okay. Und dann ist es ja auch motiviert und dann ist eben die Hoffnung, dass die Leute es halt sozusagen auch als wertvoll und sinnvoll anerkennen. Also ganz häufig ist es so, dass ich dann die Frage stelle, was bedeutet lose Kopplung denn? Und dann ist betretenes Schweigen, weil es gibt natürlich eine Bilderbuchdefinition, eine Lehrbuchdefinition davon. Die kennen die meisten Leute vielleicht nicht aus dem FF und sie haben so ein grobes Bauchgefühl dafür, was es bedeutet. Aber die Konsequenzen daraus dann einfach mal aufzuzeigen und zu sagen, guck mal, wenn du das und das Format nimmst für deine Messages, dann würde da drüben dein Empfänger immer brechen, wenn das und das sich ändert. Das sind dann die Übertragungsleistungen, die wir dann im Detail brauchen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Was ist denn die Bilderbuchdefinition für lose Kopplung? Ich weiß es nicht, aus dem Kopf. Ah, okay.
Also ich habe für mich die Definition gefunden, die bei vielen Leuten resoniert. Lose Kopplung bedeutet, ich kann hier drüben was ändern, ohne dass das Ding, was hier mit dem anderen hier kommuniziert oder irgendwie zusammenhängt, dass das hier drüben sich mitändern muss. Also ich habe zwei Dinge, die sind irgendwie miteinander verbunden. Ich ändere das hier und das hier drüben muss ich nicht mitändern. Genau, das wäre jetzt auch das, worauf ich also was ich jetzt gesagt hätte, außer dass ich noch eingeschränkt gesagt hätte, hoffentlich nicht. Also nicht eine gewisse, deswegen heißt es ja auch lose. Ja. Also ich glaube, Genau. das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Also es ist eben nicht unabhängig. Also lose Kopplung impliziert eine Kopplung. Es impliziert halt nur, wie du Genau. eine lose Kopplung eben. Was eben bedeutet, dass es halt in den meisten Fällen eben nicht sich weiter fortpflanzt. Und da gucken wir wirklich kritisch drauf, was sind die Dinge, die ich ändern kann, ohne dass ich da drüben etwas mitändern muss. Und auf die Art und Weise, denke ich, bekommen Leute ein viel besseres Gefühl dafür, was das eigentlich bedeutet. Genau. Und also und es dann eben sozusagen auf den konkreten oder sogar von dem konkreten Fall aus Genau. zu diskutieren, sorgt Ja. dann dafür, dass diese Basics dann eben sozusagen an der richtigen Stelle eingesetzt werden und man eben auch gleich das Genau. Beispiel hat, an dem man dann vielleicht dieses sokratische Gespräch illustrieren kann. Genau, das hört sich alles irgendwie super an. Wenn ich jetzt selber also wenn ich jetzt selber sozusagen in diese Richtung marschieren möchte, also selber halt verstärkt so agieren möchte als Architekt, Architektin, Trainer, Trainerin oder was auch immer, hast du irgendwie einen Tipp? Also du hattest über dein Artikel um Objektspektrum geredet. Offensichtlich ist es auch so, sonst wärst du nicht hier, dass du auf dem Technology Day dazu einen Vortrag hältst. Gibt es darüber hinaus noch Sachen, die man sich da anschauen könnte oder wo man Inspiration daraus ziehen kann? Also wenn man sich für dieses explikative sokratische Gespräch das fragt, was ist das und wie kann ich abstrakte Konzepte lehrend vermitteln, interessiert, kann ich empfehlen, sich mal die Vortragsreihe von einem US-Professor namens Michael Sandel quasi anzugucken. Die läuft unter dem Namen Justice, What is the Right Thing to Do? Also er geht zum Moralphilosophie. Aber er macht das sehr konkret, indem er Dinge aus dem öffentlichen Diskurs aufgreift und im Prinzip sehr interaktiv mit seinen Studierenden zusammen sehr abstrakte moralische Aspekte entwickelt im sokratischen Gespräch. Das hat mich persönlich sehr inspiriert. Neben meinen Professoren, die das mit uns gemacht haben. Wer sich ganz tief reinlesen möchte in die Geschichte und Technik, dem kann ich auch noch dieses Buch hier empfehlen. Das werden wir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Sokratische Gesprächsführung in Therapie und Beratung. Genau, und ansonsten, wie gesagt, den Artikel, den wir auch noch verlinken. Genau, wobei ich bei dem Buch halt irgendwie spannend fand, dass da irgendwie explizit drunter steht, nicht in Therapie und Beratung, was ja irgendwie bedeutet, dass das offensichtlicher ist das so? Also ist das etwas, was typisch ist für den Bereich, in dem wir arbeiten? Ich fürchte, die Beratung, die damit gemeint ist, ist eigentlich eher im Sinne von Seelsorge oder systemische Beratung. Also es geht schon sehr stark in diesen Therapie-Zweig oder systemische Familientherapie, was hier gemeint ist, rein. Aber ich habe es tatsächlich auch, also ich sage ja immer, frei nach Jerry Weinberg, it's always a people problem. Das heißt, wenn ich in die Beratung in Firmen reingehe, habe ich sehr viele dieser Techniken auch für mich entdeckt, um Probleme zwischenmenschlicher Natur dort zu erkennen und zu bearbeiten. Ja, genau, das ist eigentlich auch nochmal ein guter Hinweis, nicht? Der Jerry Weinberg ist ja so ein bisschen so ein bisschen der Godfather of Consulting oder sowas. Und von ja. ihm kommen ja genau diese Geschichten, nicht? Mit, also, no matter what they say, there is always a problem. Genau. Und dann, was du sagtest, it's always a people problem. Und war dann nicht noch, achso, you're paid by the hour, not by the solution, ist das dritte, was genau. ich sehe, nicht? Und da gibt es auch ein Buch drüber. Genau, Secrets of Consulting. Genau. Das Interessante ist, Jerry hat das Ganze sehr stark von Virginia Satir gelernt. Satir war die Mutter der modernen systemischen Familientherapie. Und
Das heißt, da findet man dann auch wieder sehr viele ja, Gedanken und Techniken von Weinberg, findet man wieder in diesen Büchern, die sich um so systemische Beratungsthemen drehen. Spannend. Und ich glaube, das Buch ist auch alt, nicht? Das ist irgendwie, also verhältnismäßig, ist das nicht 80er oder so sogar? Du meinst Secrets of Consulting? Ja, genau. Ja, es ist ziemlich alt. Ja, genau. Ich fand das halt irgendwie auch faszinierend, dass das halt damals schon Thema war. Ja. Gut, zum Abschluss noch irgendetwas, was wir diskutieren sollten. Welche Themen, die wir vergessen haben? Ich würde sagen, kommt, wenn ihr das mal erfahren möchtet, wie sowas funktionieren kann, kommt zu dem Gespräch. Das ist am Mittwoch um 18 Uhr. Es steht dort bis 20 Uhr, aber wir werden Open End machen. Wenn uns die Puste ausgeht oder wenn wir sagen, wir haben das Thema zu Tode geritten, dann machen wir Schluss. Und dann können wir uns über abstrakte Dinge wie Information Hiding, Kopplung, Kohäsion unterhalten. Sehr schön. Genau, hier ist nochmal die Frage, wann. Also Mittwoch, 18 Uhr, solltest du bei InnoQ Technology Days. Und da gibt es dann irgendwie nochmal eine Vertiefung zu dem Thema. Gut, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und hier geht es weiter. Wir machen kurz eine Pause um 15:15 mit Lisa, die dann zusammen mit Christoph Iserlohn zum Thema Security spricht. Gut, vielen Dank und bis dahin. Ciao.